Hallo und herzlich willkommen zur Ironman-Disziplin. Wir schwimmen mit den Haien. Obwohl jetzt einfach so ins Wasser zu springen, ist ja jetzt echt nicht so ganz geheuer. Wir müssen rüber, sonst ist es nämlich dunkel und das ist ja auch doof. Die nehme ich mal mit. Oh, wir haben keine Energie mehr. Das war schade. Okay. Dann schleppen wir uns mal eben. Ja, das ist ein Feuer. Keine Sorge, brauchst du nicht. Ja, guck mal, der ist tot. Macht nix. Ne, braucht man nicht bedrohen. Da brauche ich mal eben ein kleines Feuer rein. Ist gut, es geht. Jetzt wird's angezündet. Siehst du, passiert nichts. Jetzt schon Fisch drauf. So. Nehmen wir mal die andere Axt. Und ich baue mir hier mal so eine kleine Speicher- und Übernachtungsstelle ein. Bin dann schon genau. Da bin ich ja pingelig. So. Oh. Wird schon werden. Wie? Oh. Also nochmal das Ganze. Es ging aber verdammt schnell. So, eine kleine Shelter-Drehung und das, der Fisch war verkohlt. Obwohl das auch schon wieder realistisch ist, wenn ich dann so einen Fisch da irgendwas da direkt ins Feuer knalle. Ohne Rost. Der sah gut aus. Wirklich richtig schön wie so eine gegrillte Forelle. Ja, schön ist, hier schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir holen uns Stöcke und gleich wieder Blätter. Ich habe gerade so ein heimeliges Gefühl. So, weil es quasi so gesehen schon fast zu Hause sind. Zu viel Lärm macht das ja eigentlich auch nicht, ne? Ist mir zu. Angst haben muss, dass wir gleich hier überfallen werden. Überfallen. Zu Hilfe, zu Hilfe. Angst. Böser Busch. So, hauen wir mal diese Dinger hier noch ein bisschen platt. Ich weiß mal gar nicht, was es sein soll. Sieht irgendwie mal aus wie ein... Oh, lecker. Sieht immer aus wie ein Fikus. Hier hinten ist bloß das schwarze Zeug. Ja, auch. So, eine Stelle zum Speichern und zum Schlafen. So, gespeichert. Ich speichere zu sicher lieber nochmal. Okay, zum Schlafen würden wir sowieso nicht kommen. Und dann einfach mal rübersprinten. Komme, was wolle. Aber es ist schon sehr langsam unterwegs. Bitte, bitte funktioniere. Bitte, bitte funktioniere. Ja.
Schön. Na gut, jetzt das Draufkommen ist immer wieder herrlich. Okay, man muss sich ein bisschen ducken. Oh, da war eine Kassette scheinbar mit bei. Achso. Gut. Da kommen wir auch gleich zu unserem Schädel. Die Federn, die zerstreuen sich wirklich in alle Himmelsrichtungen. Oh, und da sind die Haie. Da mache ich mich doch lieber mal schnell wieder vom Acker. Bevor die uns dann doch noch irgendwie bemerken, beziehungsweise jetzt schon am Näher kommen waren. Wow. Also, das sieht schon ganz gut aus, was wir hier am Start haben. Gar nicht so schlecht. So, da fehlt jetzt noch eine. Aber ist doch komisch, dass die Fische immer scheinbar so doppelt schwimmen, aber man trotzdem bloß einen bekommt. Aber schnell weg. Mann. Okay, auch eine Sache, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass man den Federn so schnell wie möglich hinterherrennen muss, dann geht es auch. Ja, sehr schön. Fische. Ein Schädel. Haben wir sogar zwei. So, wieder ein Item mehr. Es fehlt da... Ach, die einfache Axt. Genau. Böses Kanickel. So. So, und hinein da. Ach, wie geil! Hält ja auch wahnsinnig lange. Also wenn das länger halten würde, klar. Hätten wir gleich eine Fackel an der... an der Axt. Was echt nicht schlecht wäre. So, das Schöne ist, wenn die schlafen. Schade. Wenn man sich erst daran gewöhnt hat, wie man mit der Axt umzugehen hat und wie sicher die doch ist, funktioniert auch das. Okay. Gut, alles nur eine Sache der Skills. Wenn man die erstmal wieder drauf hat, dann passt das. Aber ich habe jetzt hier irgendwie wenig Zähne gesehen, beziehungsweise habe ich nicht gehört, dass wir, wenn wir über was gelaufen sind, dass wir da... Da liegen Medikamente, ich sehe das doch.
Und hier war mir gerade so, als wenn ich ein neues Höhlengeräusch gehört habe. Oh, so ein Klong oder sowas. Ich warte hier echt noch. Ach ja, die hat man auch noch. Ja, aber leider fehlen uns da immer noch so ein paar Pflanzen. Die werden uns immer noch vorenthalten. Also ich bislang, auch jetzt in diesem Patch, habe ich sie noch nicht gesehen. Hau doch mal den Koffer auf. Oh, Junge. So, ein bisschen Frust ablassen. Das ist alles Geld. Aber ich habe noch nie irgendwie gemerkt, dass er auch das... Cool. Dass er das Geld... anzündet. Weil es steht da halt dran, dass man das, die Scheine halt mitbenutzen kann für die... Ist da noch was dabei? Nee. Mann, Mann, Mann. Nicht schön. Ja, dass man das Geld... zum Feuermachen nehmen kann, aber... Obwohl, bislang hatte ich in letzter Zeit auch immer genug Blätter am Start. Ich ziehe mal trotzdem mal hier ein bisschen durch, so. Mal ganz grob. Dieses Klonken, was da ab und zu so im Hintergrund ist. Als wenn da einer gegen so Holzplanken klopft auf dem Schiff. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Oh, ich mag das, wenn das Inventar so voll ist. Das wird uns ja scheinbar auch noch nicht abgezogen. Also irgendwie, dass wir jetzt, dass wir dabei jetzt irgendwie... Die Zähne fallen einfach durch die Scheine durch, deswegen sind die weg. Hm, zumindest einen habe ich gekriegt. Okay. So, haben wir noch einen Kollege, da haben wir auch noch welche. Okay, Buses haben wir auch wieder beisammen. Und die Fackel macht er dann auch irgendwie automatisch an. Ich stell mich mal hin. Hier stehe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wir hängen fest. Oh Mist. Wir hängen nicht fest, wir sind draußen. Alter, sieh zu, dass du an Land kommst, Mann.
Rosen wären nicht schlecht. Ja gut, das war eben etwas komisch. Vielleicht ist es jetzt doch keine so gute Idee, durch eine Höhle zu laufen. Die vielleicht gerade noch am... wo sie gerade am Bauen waren, haben die versehentlich mit reingeladen oder so. Denn das war... nein, nicht schon wieder dahin. Nee, das ist mir alles etwas zu... unausgegoren. Nur, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Oh nein. Hallo? Tja, da ist er wieder. Der Arsch der Welt und wir fallen genau rein. So, super. Gut, will ich nicht so lange rumtrödeln. Dann haben wir jetzt mal ein paar Minuten drauf. Und ich lade eben nochmal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich hoffe mal, dass wir es hinbekommen und das Ganze überleben. Dass so alles wieder so reibungslos klappt wie eben gerade. Also drauf auf die Yacht, die Klamotten runterholen, gar nicht so sehr um die Vögel kümmern, sondern sofort wieder weg, weil wir haben ja letztes Mal gesehen, oder eben gerade gesehen, dass da die Haie waren. Sich jetzt hier hinter der Yacht verstecken. Oh, vielleicht die Achse war uns über Bord geworfen. So, hier sehe ich jetzt keine. Da sehe ich auch keine. So, hoffe ich mal, dass die auch... Oh nee, back jetzt nicht fest hier. Ja, geh einfach rein. So, da hatten wir bloß eine Meeresschildkröte. Obwohl Schnappschildkröten, das ist auch nicht ohne, aber... Ich glaube, da hinten sind die Haie. Kann auch sein, dass es eine blöde Möwe war. Die mal eben einfach so in die Axt geflogen ist. Was summt denn hier so? Aber mir war jetzt wirklich so, dass hier hinten die Haie waren. Aber vielleicht waren es doch nicht. Okay. So, wir haben noch einen Fisch. Stimmt, ich habe mir zwei gemacht, weil ich einen habe verwurzeln lassen. Wie? Fisch aus? Kann ich nur wirklich nicht sagen, dass wir hier überfischt haben. Ah. Millet. Gut, aber alles, was wir vorher mit der Axt gemacht haben, ist wieder verschwunden. Das wird also noch nicht mitgespeichert. Gut, mit den Zähnen, das wussten wir ja auch schon. Das war im letzten Patch nicht anders. Gut, das Feuer brauchen wir nicht. Den Stab, ach, der ist auch wieder da. Gut, aber die Flair, die habe ich nämlich ganz vergessen. Ich meine, ich nutze die zwar so gesehen eigentlich nicht mehr, aber sie zu haben, gehört irgendwie zu einem gefüllten Inventar dazu. Aber dabei werde ich es auch belassen, die Fackeln vielleicht nach unten holen. Aber ansonsten... Nee, ansonsten werde ich da nicht viel weitergehen.
Weil so eine Aktion möchte man irgendwie nur einmal haben. Wo denn? Ach da. Vorbeigelaufen. Ach, wir vergessen die Zähne aufzunehmen. Blöd. Genau, die und die Axt brauchen wir ja auch noch, die andere. Einfach nur, weil wir sie haben können. So, hier ein bisschen Geld mitnehmen. Warum auch immer. Ja, nach unten. Schlüssel nach unten, also nach unten schlagen. Das ist ja echt total liebensgewürzig. So. Warum auch immer. Man, das kann man hier wegmachen können. Aber wir machen es einfach, weil wir es können. So. So, Taschenlampenbatterien, sehr schön. Okay, Boosts haben wir auch wieder genug. Schön, zwei Päckchen Batterien mit, mittlerweile. Die nochmal zu sicher draufgeschmissen. Okay, wir sind auch auf dem Weg nach unten. Und bedienen uns hier nochmal der Fackeln. An so einem Felsen ist hart, Macker. Ja. So, und an gleicher Stelle hat die Axt eben schon wieder gehakt. Ganz merkwürdig. So, den hole ich mir eben nochmal wegen der Zähne. Auch erledigt. Aber wo waren jetzt noch die anderen Items? Hier lang Buses rum. Aber es gibt noch eine Stelle mit. Ich habe auf jeden Fall noch eine Stelle mit weiteren Fackeln. Wo war die denn? Ich bin auch mal gespannt, ob wir das nachher vielleicht noch so weit verfeinern, dass hier ein paar von diesen Leuten noch irgendwie am Leben sind. Ich glaube, hier gehe ich nicht weiter. Ah, Fackeln. So, das müssen jetzt unsere dritten Batterien sein. Cool. Gut, mehr dürfte jetzt hier auch nicht los sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Müssen sie hier ducken? Ja. Die jetzt nicht wieder aufgetaucht sind.
So, und ich meine, dass dieser Weg jetzt der ist. Der zu der Höhle führt, in die wir immer. Na. Also in den Stollen halt daraus kommen, aus dem Berg, wo. Wir sind mal reingegangen sind, um halt quasi die Eingeborenen loszuwerden. Ja, und so ist es auch. Hier irgendein Geräusch in der Dunkelheit, was mir irgendwie gar nicht gefällt. Ach, wie schön. Gut, ein bisschen blöd, dass wir halt nochmal in die Höhle mussten, aber das mit dem Durchglitschen, gut, dafür konnte ich jetzt auch nichts. Man hätte vielleicht mit rechnen können, wenn man da in so ein komisches Wasserding kommt, aber so ein Wasserteil hatten wir, glaube ich, schon mal, wo wir durchgetaucht sind. Und es war ja bislang nicht so besonders schädlich. Deswegen hatte ich gedacht, also nicht gedacht, dass wir jetzt hier vor allem seit über, ich weiß nicht wie viele Patches, ist sowas nicht mehr passiert, dass man durch die Höhle, durch irgendeinen Höhlenstein da irgendwie durchglitschen konnte und im Nirvana landete. Aber gut, auch wieder eine neue Erfahrung. Bei den Höhlen vorsichtig sein, sobald so, man merkt, dass man irgendwie so ein bisschen in so einem komischen Wasser taucht, dass er dann sofort umdrehen und das Ganze dann abbrechen. Gut, jetzt ziehen wir erstmal noch zu den anderen beiden Höhlen. Ach nee, hier kommt jetzt erstmal so, genau, was machen wir heute, eine trockene Stelle hin, vielleicht ein paar Viecher fangen. Aber das halt in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.